Hallo zusammen, hier ist der Moritz für PC Max. Wir sind auf der CeBIT 2012 mit dem René von Cooler Master und gucken uns hier neues Gehäuse an, was ausnahmsweise mal nicht, wie wir das bei Cooler Master in letzter Zeit können, besonders groß und besonders ausladend ist, sondern genau im Gegenteil, ziemlich klein. Ist nämlich ein Gehäuse für Mini-ITX-Systeme. René, kannst du ein bisschen was zu erzählen, was man da so einbauen kann in das Gerät? Ja klar, also das ist unser neues Elite 120, ein Mini-ITX-System. Das Besondere dabei ist, dass hier auch durchaus Standardkomponenten reinpassen. Okay. Und das bedeutet wiederum, dass man nicht so viel Geld ausgeben muss für spezielle Slimline-Produkte. Okay, kannst du mal zeigen, wie das Ding von innen aussieht? Natürlich. Okay. Das heißt, man sieht schon, man kann ein normales Laufwerk einbauen, optisches Laufwerk, ne? Genau, es ist Platz für ein ganz normales optisches Laufwerk. Okay. Ob das jetzt DVD oder Blu-ray ist, ist alles genormt. Aber ich brauche keine Slimline-Laufwerke, die ist doppelt oder dreifache Kosten. Ja, und auch beim Netzteil, es sieht ziemlich verdächtig nach normalem ATX aus, ist das ja, richtig? Genau. Das ist für ATX gedacht, also es passt wunderbar rein. Aha. Wir haben ja auch üblicherweise, wie bei uns üblich, Halterung für SSD oder für Festplatten dabei. Da passt auch schon eine ganze Menge rein für ein Mini-ITX-System. Okay. Wie schaut denn das aus, wenn ich mir da ordentlich Grafikpower reinbauen will? Bin ich ja vermutlich limitiert in der Grafikkartenlänge, oder? Das ist das Schöne bei diesem Netzteil. Wir haben hier die ganze Breite für die Grafikkarte. Okay. Das heißt, du kannst da durchaus aktuelle Grafikkarten reinstecken und hast eigentlich wenig Probleme, da was Größeres einzubauen. Cool. Wie schaut es aus? Frontanschlüsse, was ist da vorhanden? Wir haben in den Frontanschlüssen USB 3. Okay, auch schon mit an Bord, cool. Mit an Bord, hier ist ein Stecker dazu. Aha. USB 2, ja, und halt Audio. So, und jetzt der Knackpunkt, was kostet mich das Ganze? Ja, das Ganze geht zum Sparpreis raus für 49 Euro. Wahnsinn, das ist eine ordentliche Ansage. Okay, zu haben ab wann? Das wird Ende April zu haben sein. Okay, bin gespannt, danke.